Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Hochgelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im allerheiligsten Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Wir werden also, liebe Freunde, die heute Abend, die ihr heute Abend mitbetet, vielleicht auch nicht beim Grillen seid, sondern sagt, nein, ich möchte die Hingabe-Novene heute wieder mitbeten. Wir werden nicht drum herum kommen, sie weiterhin zu beten. Und zwar nicht bloß so als eine fromme Freizeitveranstaltung, weil wir nichts anderes zu tun hätten am Samstagabend, sondern weil wir uns vorbereiten wollen, den Menschen Hoffnung, Mut, Zuversicht und vor allem ganz viel Freude zu schenken. Ganz viel Mut zu schenken, dass Gott immer mit uns unterwegs ist. Das ist der einzige Grund, warum wir diese Novene machen. Ich beten ist zwar mein Beruf sozusagen, gell? Aber so sie Tag ein, Tag aus zu beten, mitzubeten, vorzubeten, sie vorzuschlagen, dass man sie betet, ermutigend zu beten. Ja, klar, logisch. Aber irgendwie werden wir das so brauchen, diesen Mut, diese Hoffnung, diese Zuversicht, dass Gott uns immer hilft, dass er uns beschützt, dass er für uns da ist, dass er uns rettet und dass er immer an unserer Seite ist. Das ist so der einzige Grund, warum wir miteinander beten wollen und beten sollten. Und wir wollen die Menschen alle mit in unser Gebet hineinnehmen, die eben das nie gelernt haben. Zum Beispiel die Menschen in Solingen. Die wollen wir, für sie wollen wir jetzt alle auch mitbeten. Für sie wollen wir alle jetzt mitbeten. Und für all die Menschen, die Angst haben, die einfach aus welchen Gründen auch immer von Angst getrieben und von Angst geplagt sind, für die beten wir alle. Und dann lohnt es sich doch, auch wenn wir so ein ganz kleiner Haufen sind, die da so mitbeten jetzt, ach, gemeinsam sind wir doch einfach stark. Gut. Dann beten wir heute den ersten Tag der Novene. Ich muss mich ein bisschen so heben. So, gebt euch ganz mir hin. Warum lasst ihr euch so leicht beunruhigen und verwirren? Überlasst es mir, mich um eure Angelegenheiten zu kümmern und alles wird sich beruhigen. Ich versichere euch, dass jeder Akt der aufrichtigen, blinden und vollkommenen Hingabe an mich das bewirkt, was ihr ersehnt, und eure dornenvollen Situationen löst. Sich mir hingeben bedeutet nicht, sich den Kopf zerbrechen, sich beunruhigen und verzweifeln, um dann ein erregtes Gebet an mich zu richten, damit ich das tue, was ihr wollt, und ich so die Aufregung in Gebet verwandle. Sich hingeben bedeutet, die Augen der Seele ruhig schließen, sich von den quälenden Gedanken abwenden und, damit ich allein wirke, sich mir überlassen, indem ihr sagt, sorge du. Und das wollen wir jetzt wieder miteinander beten. Jesus, sanft und demütig von Herzen. Bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Jesus, sanft und demütig von Herzen. Bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich vertraue auf dich. Sorge du. O Jesus, ich vertraue auf dich. Sorge du. O Jesus, ich vertraue auf dich.
Sorge du. O Jesus, ich vertraue auf dich. Sorge du. O Jesus, ich vertraue auf dich. Sorge du. O Jesus, ich vertraue auf dich. Sorge du. O Jesus, ich vertraue auf dich. Sorge du. O Jesus, ich vertraue auf dich. Sorge du. O Jesus, ich vertraue auf dich. Sorge du. O Jesus, ich vertraue auf dich. Sorge du. Jesus, sanft und demütig von Herzen. Bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Und ich werde sorgen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Amen.